In unserem ersten Vortrag, da beschäftigen wir uns mit einer Sache, die relativ neu ist noch, und zwar Data Science, also Wissenschaft über Wissenschaft im weitesten Sinne, hier Wissenschaft über die Geodaten. Und da gibt es inzwischen auch etablierte Methoden. Und Nikolai Janakiew erklärt uns jetzt, wie man diese Methoden auch auf OpenStreetMap-Daten anwenden kann. Hallo, genau, ich bin der Nico aus Salzburg und jetzt höre ich ein bisschen was über OpenStreetMap. Ich hoffe, ihr versteht meinen Dialekt. Okay. Ich habe gehört, am Anfang soll man immer mit einem Witz anfangen. Okay. Wenn wir das erledigt haben. Genau, jetzt zum Überblick. Der erste Schritt wäre jetzt einmal, ich werde mal zeigen, wie man Daten sammeln kann. Mit kurzer Frage, wer von euch verwendet alles Python oder kennt sich mit Python aus? Okay, es wird ein bisschen Code drinnen geben. Genau, der nächste Schritt wäre dann, wie kann man die Daten transformieren? Dann, wie kann man die Daten analysieren und wie man Exploratory Data Analysis. Und dann am Schluss werden wir die Resultate dann mit einem Leaflet-Map visualisieren. Genau, zur Datenakquise, ja, OpenStreetMap ist ja eine riesige Datenbank, da gibt es ja alles Mögliche, was man analysieren könnte, worauf man jetzt Data Science machen könnte. In meinem Fall habe ich mich an die Einrichtungen gehalten, also die Amenities. Wie ihr wahrscheinlich von OpenStreetMap kennt, die Daten sind als Key-Value-Pairs in den Attributen gespeichert. Und der Key, den ich mir angeschaut habe, war der Amenity-Key, also für die Einrichtungen. Und da gibt es alles Mögliche von Bar, Barbecue, Biergarten, Restaurant. Und ich habe mal quasi von den Daten dann ausgesucht zum Analysieren. Genau, und welche Daten nehme ich jetzt? Da habe ich mich an das Tag-Info gehalten. Da habe ich die API genutzt, um die populärsten, also die häufigsten Amenities in OpenStreetMap generell zu schauen. Genau, damit ich dann weiß, welche ich verwenden sollte. Genau, das erste wäre dann Parking, Place of Worship, Bench, School, Restaurant und so weiter. Was ich auch brauche, ist Regionen, mit denen ich arbeite. Also ich will die Amenities in gewissen Regionen zählen. Also ich will wissen, wie viele Restaurants in einer Stadt sind, wie viele Bars, wie viele Biergärten, was auch immer. Und als erstes habe ich dann so Stadtregionen ausgesucht. Die habe ich dann aus OpenStreetMap wieder rausgeladen. Und die habe ich dann in denen habe ich dann die Amenities gezählt. Was ich auch verwendet habe, war die NATS-Regionen von den Eurostat, also vom Statistischen Amt der Europäischen Union. Das sind so Klassifizierungen von Regionen, die jetzt immer feiner und feiner werden auf verschiedenen Levels. Die sind jetzt nicht unbedingt Bundesländer oder spezielle Regionen, die sind mehr so gedacht, dass man eine gewisse Range von Population in den Regionen hat. Genau, und der erste Weg, wie ich Daten gesammelt habe, war die Overpass-API. Das ist eine sehr spezielle API, wo man ganz spezielle Anfragen an OpenStreetMap setzen kann. Das funktioniert in Python ganz einfach, da hat man die... Okay, da hat man den Endpoint, auf den man zugreift und da kann man dann gleich die Query mit der Request-Library von Python kann man dann direkt einen Aufruf machen. Also in dem Fall, wir JSON haben, die Region ist Deutschland und ich will alle Nodes mit Amenities gleich Restaurant in der Region. Und das soll man dann die Anzahl rausgeben. Also in Deutschland hätten wir jetzt 74.000 Restaurants ungefähr als Nodes. Genau. Ein anderer Weg, den ich verwendet habe, war, wenn man jetzt Daten mit Geofabrik runterladet oder aus OpenStreetMap direkt Regionen runterlädt, dann kann man die Daten dann am Computer selber analysieren, zum Beispiel mit PostGIS. Und ein anderes Tool, das ich verwendet habe, war das Osmium-Tool oder PyOsmium. Und da habe ich genau denselben Anwendungsfall, diesmal mit Liechtenstein. Und da hat man dann so eine Klasse, die dann über das ganze OpenStreetMap-File durchgeht und dann zählt es für jeden Node zählt es dann die Amenity, wo Restaurant ist. Genau, und in Liechtenstein gibt es dann um einiges weniger Restaurants, da sind 45. Genau.
Wie machen wir die Datentransformation? Das habe ich mit GeoPandas gemacht. Das ist im Grunde ein Data Frame wie bei Pandas oder in der R-Data Frame. Und das funktioniert so, da hat man dann eine extra Spalte mit der Geometrie drinnen. Das Ganze verwendet dann Shapely für die geometrischen Operationen, Fiona für den Datenzugriff und dann noch Descartes und Matplotlib fürs Visualisieren. Das erwähne ich jetzt, weil in Windows war es oft ein Problem, dass man da musste man jedes einzelne von den vier manuell nachinstallieren. Aber mittlerweile kann man das relativ leicht mit einer Conda und mit dem Conda Forge Channel, da funktioniert das relativ gut mit den meisten Geo-Packages. Genau. Ganz schnelles Beispiel, also man kann Geodaten recht leicht vom PostGIS mit GeoPandas laden. Das funktioniert so, man hat da einen Connector über PsyCorp G2. Da baut man sich einen Connector zur Datenbank mit dem sichersten Passwort der Welt. Und dann kann man dann direkt eine SQL-Abfrage da abholen und dann kann man das direkt als DataFrame zurückbekommen und mit der Geometrie. In dem Fall sind das jetzt alle Einrichtungen in Österreich. Und das direkt kann man dann gleich projizieren und visualisieren in einem Schritt. Also kann man direkt die CRS einstellen und man kann es direkt dann visualisieren mit Matplotlib und hat dann die meisten Features, die man in Matplotlib auch hat. Es kann so ziemlich alles, aber für ganz spezielle Sachen empfehle ich das Car2Py. Genau, und dann nur Zuckerl, die Einrichtungen in Europa. Ich werd sicher auffallen, dass die Einwohnerdichte ist sehr stark mit den Einrichtungen korreliert. Das wird uns später dann nützlich sein, dass wir das wissen. Genau, da ist ein Beispiel, wie die Einrichtungen in Sachsen sind. Also man sieht Leipzig recht gut und Dresden ganz gut und Chemnitz ist da ein bisschen versteckt in den umliegenden Städtchen. Genau, und jetzt kommen wir dann zur Datenanalyse. Der vorige Teil, das ist ungefähr die Hälfte, aber der vorige Teil ist ungefähr 80% der Arbeit, weil man die ganzen Daten säubern muss, aufräumen muss, filtern und alles Mögliche. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Teil, wo man dann wirklich Sachen aus den Daten herausfindet. In dem Fall, was sind jetzt die häufigsten Einrichtungen in Sachsen? Da geht es beim ersten los mit Restaurant, Fastfood, Doctors, Café und so weiter. Jetzt als Vergleich, jetzt hätte ich nur die Einrichtung in Salzburg. Da ist an erster Stelle Parking. Mir wäre es nicht aufgefallen, dass es so viel gibt, weil die Leute jammern immer noch Parking, aber anscheinend gibt es am meisten Parking dort. Und dann noch Bänke, also die, auf denen man sitzen kann. Und dann Restaurant. Genau, und jetzt bei Data Science ist halt so, man will halt immer eine gewisse Frage beantworten. Also das ist wichtig, dass man irgendeinen Schluss herauszieht. Man kann jetzt nicht einfach nur die Daten analysieren und irgendwelche Korrelationen schauen. Das ist schön am Anfang, aber man sollte sich einer Frage widmen und dann die beantworten, wenn möglich. Und eine Frage, die ich immer gestellt habe, so ein Spaß war die, was macht jetzt eine französische Stadt aus, eine deutsche Stadt oder eine europäische Stadt generell und wie spielst du das? Und wie könnte man das jetzt klassifizieren, dass man sagt, okay, man hat jetzt eine Anzahl von Features, also die Anzahl von Restaurants oder sonst irgendwas. Und wenn man diese Signatur von einer Stadt hat, wie kann man die klassifizieren nach einem Land, ob das überhaupt möglich ist? Genau, und die Grundmethode, die man anwendet, ist die statistische Klassifizierung. Das funktioniert ungefähr so, man hat da ein Feature für jede Stadt. In dem Fall hätte man jetzt nur zwei Features, das wäre jetzt zum Beispiel die Anzahl der Restaurants und das wären jetzt zum Beispiel die Anzahl der Schulen. Und dann kann man dann sagen, okay, das ist Klasse 1 und Klasse 2 und wir suchen jetzt eine Funktion, die die zwei Klassen am besten unterteilt. Das ist das klassische Machine Learning, das kann man mit Bildern und mit allem Möglichen machen. Und ein Algorithmus, den ich jetzt gewählt habe, da gibt es natürlich viele, einschließlich Machine Learning, das klassische neuronale Netze oder Deep Learning. Aber in dem Fall habe ich quasi die Unterklasse von dem Ganzen genommen, was die logistische Regression ist. Das ist einer der Grundbausteine für die neuronalen Netzwerke. Es heißt zwar Regression, aber es ist eigentlich ein Klassifizierungsalgorithmus. Der Grund ist, man hat jetzt in dem Fall Klasse 1, also 0 hier, und Klasse 2 bei 100.
Und dann versucht man, da eine Funktion zu finden, die am besten diese zwei Klassen aufteilt. Und dann hat man eine prozentuelle Funktion, die einem sagt, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass das Klasse 1 ist oder dass das Klasse 2 ist. Und das ist quasi die Regression dahinter. Genau, und jetzt kommen wir wieder zum Laden und Vorbereiten der Daten. Das funktioniert genauso, wie wir es vorher schon gesehen haben. In dem Fall habe ich halt die Daten direkt gesäubert. Wie ich schon vorher erwähnt habe, ich habe die Daten dann so normalisiert, dass ich sie pro Kopf habe, also Parking pro Kopf, Place of Worship pro Kopf und so weiter. Und genau, und jede Klasse von denen, also jeder Feature-Vektor, das wäre jetzt jede Zeile, hat dann ein Land zugewiesen. Das wären jetzt die Targets, also die Klassen, die wir klassifizieren wollen. Genau. Und da ich jetzt das Modell auf Deutschland und Frankreich trainieren will, habe ich mal jetzt speziell die zwei Country Codes rausgenommen. Und dann habe ich aus dem die Feature-Vektoren für Python vorbereitet. Die Library, die ich verwende, heißt scikit-learn. Und die braucht ein gewisses Format, mit dem man es macht. Also man braucht eine Matrix für die Feature-Vektoren, das ist x. Und dann braucht man einen Target-Vektor, das ist dann 0 und 1, wie wir vorher gesehen haben bei der logistischen Regression, dass es zwischen die zwei Klassen unterteilen kann. Genau, und das nächste, was sehr wichtig ist, ist, dass man den Datensatz in Training und Testing-Set aufteilt. Das ist daher wichtig, dass man, wenn man jetzt das Modell auf dem Trainingssatz trainiert, will man ja wissen, ob das auch wirklich generalisiert und wirklich funktioniert, also ob man wirklich was gelernt hat dabei. Und deswegen haben wir dann einen Testing-Satz, also einen Testsatz, wo er dann überprüfen kann, okay, generalisiert das Modell, passt es? Weil dann hat er Daten, die er noch nie gesehen hat und kann sie dann klassifizieren, ob es passt. Genau, und das funktioniert in Python ganz einfach. Das ist zwei Zeilen Code. Also man hat da gleich den Classifier, das ist die logistische Regression. Da tut man dann die Trainingsdaten und die Trainingsdaten rein. Dann hat man in scikit-learn hat man dann immer für alle Classifier, sei es neuronale Netze oder sonst irgendwas, hat man immer diese Fit-Funktion und da ladet man die Trainingsdaten rein. Genau, und dann sieht man, okay, die Accuracy fürs Training ist bei knapp fast 90% und beim Testing ist bei 83%. Okay, das nächste wäre jetzt, ich würde das gern sehen, okay, wie funktioniert das bei anderen Städten? Wie schaut das bei anderen Städten aus? Was klassifiziert er? Wir haben ja gesehen, dass die logistische Regression ja von 0 bis 1 geht, also man kann es als Prozent sehen. Wie wäre das jetzt, wenn man dieses Modell jetzt auf andere Städte, zum Beispiel in Österreich oder Schweiz anwendet? Welche Städte sind jetzt mehr deutsch oder mehr französisch? Dann könnte man das Modell jetzt darauf anwenden. Und da habe ich mir quasi einen Frenchness-Score ausgedacht. Da habe ich dann direkt die logistische Regression, die Wahrscheinlichkeiten von der logistischen Regression da direkt eingebunden. Und dann als nächster Schritt wäre dann die Datenvisualisierung. Genau. Das Tool, das ich verwendet habe, war das Folium. Das ist so eine Python-Library, die mit Leaflet eine Map erstellen kann. Das funktioniert ganz einfach. Das ist... Man bindet jetzt Leaflet, Folium da ein. In dem Fall will ich ja eine Color Map haben für jede Stadt. Da habe ich eine ganz coole genommen. Und dann habe ich die Karte ganz klassisch gemacht mit der Location, wo sie angezeigt wird, mit dem Zoom-Level. Dann gehe ich durch alle Rows, also durch alle Features durch. Und dann nehme ich für jede Row, berechne dann von diesem Frenchness Score, den ich vorher gehabt habe, berechne ich den RGB-Wert, dann mit Matplotlib mache ich den Hex-Wert und dann kann ich für jede Stadt kann ich dann einen Circle-Marker einbinden mit den ganzen, mit zusätzlich auch noch ein Pop-up für jede Stadt. Und das Ganze kann dann als HTML-Seite gespeichert werden. Genau, und so schaut es dann aus. Das ist jetzt, zum Beispiel kann man das jetzt in Jupyter direkt einbinden oder in einer Webseite. Und dann kann man direkt schon mal die sehen, welche Städte wie klassifiziert sind. Also in dem Fall, desto blauer es ist, desto türkisblau ist dann deutsch und das pinke ist mehr Paris, also Frankreich.
Und lustigerweise, die laut dem Modell ist die am französischsten Stadt Linz in Österreich. Das ist mehr der Grund für das Modell, weil da in OpenStreetMap gibt es gewisse Outlier, die man beachten muss. Zum Beispiel, was ich entdeckt habe, ist, dass in Linz gibt es sehr viele Parkplätze, die markiert sind. Und in anderen Städten zum Beispiel jetzt nicht so stark. Und deswegen denke ich mir, dass da gewisse Features dann mehr Einfluss auf die logistische Regression haben. Genau. Und die deutsche Stadt ist Kassel anscheinend. Ah, nach Göttingen, ja. Okay. Ja. Genau. Ich habe euch ja vorher auch über die Eurostat-Regionen erzählt. Also ich habe dasselbe dann auch mit den NATS-Regionen gemacht. Da habe ich eine kleine Leaflet-Karte gemacht. Genau. Ja. Das Erste, was man dann sehen kann, ist die... Man kann jetzt sehen pro Kopf, wo sind die meisten Parkhäuser. Man kann sehen, wo sind die meisten Cafés pro Kopf. Man kann sehen, wo sind die meisten Bänke. Und dann aus diesen Amenities habe ich dann ja die logistische Regression berechnet. Genau, und da wäre das genau dasselbe. Da habe ich jetzt Deutschland und Frankreich klassifiziert, dann Frankreich und England klassifiziert und dann England und Deutschland klassifiziert. Und dann sieht man aus dem, okay, wie ist es bei anderen Regionen und kann man dann so andere Sachen festlegen. Genau. Genau. Ja. Haben wir es geschafft. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag, was man mit OpenStreetMap-Daten alles machen könnte. Ich denke mal, jedem ist klar geworden, dass das ist noch total ausbaufähig. Ne? Also da kann man das alles Mögliche versuchen zu analysieren. Ich denke mal, da gibt es auch Fragen zu. Also die erste Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, eigentlich werden hier zwei Sachen vermischt. Das eine ist, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, wie viele Banken es gibt pro Kopf oder so, dann ist es ja einerseits die, wie viele Banken gibt es wirklich in dem Land oder in der Stadt, und die andere Frage ist, wie viele davon sind gemappt. Genau. Das heißt, eigentlich sind diese Aussagen jetzt alle vermischen diese zwei Dinge, und ich kann jetzt einerseits, was über die OSM-Community aussagen, ist vielleicht eben in Linz irgendjemand, der gerne Parkhäuser mappt, und in Spanien jemand, der gerne Banken mappt, beziehungsweise ist in den Ländern wirklich was anders. Hast du mal geguckt, dass du andere Datenquellen findest vielleicht, die dir erlauben, das rauszurechnen? Also wenn ich jetzt beispielsweise eben eine autoritative Liste aller Parkhäuser habe oder aller Banken, könnte ich natürlich damit sehen, sozusagen, wie viel Prozent sind denn davon in OSM gemappt, sind die überhaupt vollständig, und erst wenn ich einen Indikator habe dafür, dass ich relativ vollständig die Daten auch gemappt sind, dann könnte ich wirkliche Aussagen treffen über die Unterschiede zwischen den Ländern und nicht nur die Unterschiede zwischen den Mappern. Genau, ja, das ist was ich ausgelassen habe, weil ich dachte, das geht mit der Zeit nicht aus, weil das so viel zum Einpacken war. Genau, da gibt es ein Zitat von Wittgenstein, der Wittgensteins Ruler, wo man sagt, okay, man kann mit einem Lineal einen Tisch messen, aber man kann mit einem Tisch auch das Lineal messen. Und in dem Fall sieht man halt, okay, es sind so viele Banken gemessen, aber genauso kann man sagen, okay, so viele OpenStreetMapper haben diese Banken gemessen. Und genau dieses Problem hat man da. Speziell zu den Daten habe ich jetzt gesehen, dass bei Eurostat gibt es zu den Hotels Daten, aber generell habe ich jetzt keinen Datensatz gefunden, der das so detailliert macht wie OpenStreetMap. Gibt es weitere Fragen? Du hast ja jetzt zu der Analyse immer die logische Regression verwendet.
Hatte das einen Grund, warum du die verwendet hattest? Und hast du auch mal andere Klassifikationsalgorithmen, wie jetzt zum Beispiel Deep Learning, probiert? Oder hat es einen speziellen Grund, warum du es vielleicht nicht gemacht hast? Ja, der Hauptgrund ist, dass die Daten recht wenige sind. Eine große Warnung für logistische Regression, das, was ich gemacht habe, macht man normalerweise nicht so. Das Problem ist, dass viele von den Daten sind sehr stark korreliert. Also man hat eine sehr starke Korrelation zwischen den einzelnen Features und das sollte man sehr stark vermeiden bei logistischer Regression. Zum Beispiel waren jetzt Banken sehr stark mit Restaurants korreliert. Genau, das wäre das Erste. Und das Zweite wäre, ich habe einen Algorithmus gesucht, der erstens mal einfach zum Erklären ist und zweitens einer, der einen Prozentsatz zurückgibt. Also ich habe geschaut, dass ich das Modell dann verwenden kann, um andere Städte damit zu klassifizieren mit einem Prozentsatz und nicht nur, okay, ist das jetzt Französisch oder Deutsch? Genau. Eine Frage würde ich noch zulassen. Ja, noch eine Frage auch zur Analyse. Du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, drei verschiedene logistische Modelle gerechnet. Wäre es nicht sinnvoller, alle in ein Modell zu stecken, also ein multivariates Modell zu rechnen? Jetzt bei der Karte, oder wie? Ja. Oder hast du die alle zusammen ausgerechnet? Also sind das drei einzelne Regressionen oder eine große? Nein, das sind drei einzelne. Genau, also man könnte ja auch alle zusammenwerfen, oder? Genau, wäre auch möglich, ja. Oder man macht dieses Once versus Many zum Beispiel. Genau, ich habe es jetzt einfacherweise jetzt nur mit zwei Klassen gemacht. Normalerweise verwendet man es mit zwei Klassen. Genau. Ja, vielen Dank zu diesem ersten Vortrag im Blog OpenStreetMap. Vielen Dank für diesen Einstieg über die Wissenschaft, Auswertung von OpenStreetMap-Daten, wissenschaftlich gesehen. Danke.